So, als nächstes, ich zeige euch hier speziell gern mal das Etikett. Und zwar, vielleicht kennt ihr die Weingirls United. Da gibt es drei Weine von. Und das ist einer, der Yummy. Und ich kann euch verraten, es ist ein Riesling. Und den probiere ich jetzt mal. Bin ich mal gespannt. Ich habe bis jetzt auch nur den Rosé getrunken. Und ja, also, muss man mal riechen. Manchmal muss man ein bisschen schwenken, dann kommt das Aroma noch ein bisschen kräftiger raus. Wenn ich hier jetzt reinrieche, dann habe ich extreme Zitrusfrüchte. Ist ganz bekannt für Riesling. So eine gelbe Aromatik und ja, man riecht schon so ein bisschen, ich würde sagen, so ein bisschen Steinobst und Zitrusfrüchte. Und dass der auf jeden Fall Lagerpotenzial hat. Jetzt probiere ich aber mal. Manchmal, ihr hört es vielleicht, muss man auch ein bisschen schmatzen. Dann ja, schmeckt man die Aromatik noch besser. Er hat auf jeden Fall eine prägnante Säure. Aber ja, das passt super gut. Bisschen lebendig im Mund. Und ich würde sagen, jetzt weiß ich gar nicht, zu dem würde ich, glaube ich, schon auf jeden Fall was essen. Sonst wäre es mir, glaube ich, zu viel, wenn ich jetzt zwei, drei Gläser trinke und die trinke ich ganz gern. Dann ist es, glaube ich, schwierig, wenn ich zu dem Wein nichts dazu esse. Aber ich würde sagen, ein bisschen Grillgemüse jetzt in der Sommerzeit oder was könnte ich mir noch gut vorstellen? Ja, oder einfach eine Pasta vielleicht auch. Also muss nicht nur der Grill sein. Passt auf jeden Fall gut. Die Aromatik spiegelt sich genauso im Geschmack wieder wie auch im Geruch mit den Zitrusfrüchten. Und die Säure, die eben schön da ist, aber die das Ganze auch einfach so ein bisschen spritzig macht. Und für den Sommer finde ich, gerade wenn es so warm ist, ist es eigentlich ein super schöner Wein, wie wenn ich jetzt so einen breiten Wein habe mit viel Alkohol, der dann vielleicht mich total umhaut. Weil hier haben wir auch nur 12 Volumenprozent, also wirklich was man super gut im Sommer trinken kann. Gut, hier haben wir einen Riesling, einen trockenen Riesling von 2020. Weingut Wine Girls United. Hashtag Yummy. Ich finde es ein schönes Etikett, mal ein bisschen was anderes, ein bisschen Farbe rein, auch wenn ich natürlich sonst irgendwie diese einfachen, schlichten Etikette sehr schön finde, ist das wirklich mal was anderes. Das ist nur Dreck. Das ist kein Gimmick. Die Farbkombination finde ich schön. Das Altrosa mit dem Grün. Genau, und trockener Riesling. Gucken wir mal. Ja, also für einen trockenen Riesling finde ich den wirklich sehr angenehm. Also Riesling trinke ich persönlich nicht so gerne. Aber den finde ich wirklich sehr angenehm zu trinken. Also vielleicht für Menschen, die auch Probleme mit Säure haben oder den Riesling gerne mal zu sauer ist oder Wein generell zu sauer ist, ist das vielleicht echt eine gute Möglichkeit. Dazu die Flasche ist ja wirklich, wirklich cool. Ich denke mal, das ist auch was, was sich schön im Regal macht. Also von mir eine klare Kaufempfehlung oder eine Schluckempfehlung. Der Mensch, von wem ist denn dieser Wein? Der Yummy aus der Wine Girls United Reihe. Heute darf ich meinen eigenen Wein verkosten und euch vorstellen. Der kommt nämlich von mir, Sophie Egert. Und ja, steht da so drauf. Eigentlich alles, was ich erwarte. Es ist ein 2020er Jahrgang. Ein Riesling natürlich, ein Rheingau-Riesling. Der ist trocken ausgebaut und heißt Yummy, weil natürlich ein super Speisebegleiter, aber auch ist er einfach nur yummy lecker. Und ich habe ihn tatsächlich lange schon nicht mehr probiert, weil man probiert ja nicht seinen Wein jeden Tag. Bin jetzt auch selbst sehr gespannt. Ein klassischer Rheingau-Riesling, würde ich mal behaupten. So wie ich mir vorstelle, sehr süffig und ja, ist einfach zum Trinken gemacht. Schlucken.